Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Drachen bald mit mir reden wollen. Mir Honig um den Mund schmieren wollen. Aber nicht mit mir. Ich bleibe standhaft und werde die erstbeste Gelegenheit nutzen, den Drachenberg drachenfrei zu machen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, als ob noch heute man mit mir über dieses Thema reden will. Na, dann lasse ich mich einfach mal überraschen und warte ab. Nanu, wer klopft denn da? Herein! Guten Morgen, Großvater. Gig, ich habe euch doch schon 100 Mal gesagt, dass ihr mich mit mein König anzureden habt. Aber sei's drum, was gibt's denn? Jawohl, mein König. Schon besser. Draußen wartet ein alter Drache und bittet um eine Audienz. Es sei wichtig. Habe ich es doch gewusst. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Gig, sag dem Drachen, dass ich ihm eine Audienz gewähre. Ich bin gespannt, was er mir zu sagen hat. Das werde ich ihm mitteilen. Doch gib Acht, mein König. Dieser Drache scheint wohl besonders klug und weise zu sein. Ich verstehe. Hab Dank für eure Warnung, Prinz Gig. Ruft ihn nun zu mir. Es wäre doch gelacht, wenn ich den Kürzeren ziehen würde. Aber macht mir noch eine Gefälligkeit und bleibt direkt draußen an der Tür stehen. Ich will, dass ihr so viel wie möglich mitbekommt. Ihr wisst ja, ich traue keinem Drachen, oder? Ja, mein König. Das Schicksal der Drachen liegt schon jetzt in eurer Hand, mein König. Da könntest du vielleicht recht haben. Na, jetzt bin ich aber mal mehr als nur gespannt. Und nun geh. Ja, mein König. Herein. Ich grüße euch, König Orke von Stamm von Stotterdingen. Mein Name ist Schlawenzigai, einer der ältesten und weisesten Drachen von Braas. Ich grüße euch auch, Drache Schlawenzigai. Was kann ich für euch tun? Es erfreut mein Herz, dass ihr sofort eingewilligt habt, ein wichtiges Gespräch mit mir zu führen. Ihr ließt ja verlauten, dass es wichtig sei. Warum sollte ich denn so ein Gespräch ablehnen? Es geht um die aktuelle Lage von Braas. Es herrscht so viel Gewalt und Hass. Das muss ein Ende haben. Darum bitte ich euch, diesen zu beenden. Geht diesen falschen Weg nicht weiter. Moment mal. Soll das etwa heißen, dass ihr mir unterstellt, schlecht zu herrschen? Ja, so ist es leider. Und was wollt ihr dagegen tun? Wenn ihr nicht auf mich hört, wird das euer Untergang sein. Und der eurer Familie. Also beendet Krieg und Elend. So, mein Untergang. Wird der das? Ja, König Hauke. Habt Einsicht. Ich bin nicht gekommen, um euch zu drohen, sondern um euch zu warnen. Gebt euch mit weniger Macht zufrieden, denn Frieden zuliebe. So, meint ihr? Übertragt uns Drachen etwas mehr von eurer Macht. Meint ihr? Ihr Drachen könntet mehr Macht aus Braas eine bessere Welt machen? Hä? Zumindest eine bessere als ihr. Das könnt euch widerlichen Drachen so passen. Den König von Schmiromir behält seine Macht und macht euch Drachen dem Erdboden gleich. Ich befehle euch Drachen nun, euch mir zu unterwerfen und mit eurer
Macht werde ich vielleicht sogar zum mächtigsten König der Welt. Oder ihr weigert euch, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr vom Antlitz der Erde verschwindet. Wir Drachen werden uns nie dem Bösen unterwerfen. Dann werdet ihr alle bestraft. Dann herrscht nun zwischen unseren Arten Krieg. Ja, dann herrscht jetzt Krieg. Kick! 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 Es herrscht nun Krieg zwischen den Drachen und uns. Und ich will, dass du diesen Schlowenzikai gefangen nimmst. Und dann wird er als ein großer Vaterlandsverräter vorgeführt. Und mit ihm auch alle anderen Drachen. Ich soll einen Drachen gefangen nehmen? Aber mein König. Wage es mir zu widersprechen. Und du wirst auch als Vaterlandsverräter vorgeführt. Ich traue keinem Drachen. Was? Vergeht mir eure Hoheit. Schon besser. Also, du nimmst diesen Drachen jetzt gefangen und dann präsentierst du ihn. Ja, mein König. Dann präsentierst du ihn in meinem Namen dem Volk. Am besten an der Grenze zum Wald. Dort, wo ihn jeder sehen kann. Dann wird auch der Drache merken, wer hier die Mächtigsten sind. Und das bin natürlich ich. Und was ist, wenn der Drache Feuer spuckt? Gick, der Drache ist alt, sehr alt. Er wird höchstens nur noch etwas Qualm hervorbringen. Außerdem will ich, dass du ihm auch sein Maul zuschnürst. Du willst dich doch eh als mein würdiger Nachfolger erweisen. Natürlich. Wenn dein Vater einst nicht mehr ist, oder? Natürlich. Na, sehr schön. Doch solange du quasi noch König in Ausbildung bist, hast du alles zu tun, was ich dir sage. Selbst dein Vater, mein Sohn, hat mir noch zu gehorchen. Leider ist er nicht so tüchtig wie du. Ich setze also mein ganzes Vertrauen in dich. Also enttäusch mich nicht. Komm schon, beweg dich. Ich weiß ja, dass du das nicht willst und es tut mir ja auch leid, aber es muss halt so sein. Ich muss meinem Großvater König Hauke und meinem Vater doch beweisen, dass ich ein würdiger Nachfolger sein werde. Nun habe ich dich gefangen genommen und das wird man mir hoch anrechnen. Die Männer vom Volk werden mich preisen, die Frauen im Volk werden mich verehren und die Kinder im Volk werden mich vergöttern. Und jetzt zier dich nicht so. Das ist für mich genauso eine ungewöhnliche Situation wie für dich. Aber glaub nicht, dass ich mir von dir auf die Nase rumtanzen lasse. Du bist mir jetzt untergeben, du hast mir nun Folge zu leisten. Ich will auch keinen Krieg, aber wenn ihr Drachen euch nicht ergeben werdet und für König Hauke arbeiten wollt, dann geht es wohl nicht anders. Du bist mir ja sowieso ein Rätsel, denn normalerweise beherrschen Drachen die Sprache der Menschen gar nicht. Du fällst aus der Reihe, also kannst du nur schlecht und böse sein. So, jetzt habe ich dich hier angebunden und glaub mir, hier kommst du nicht mehr so schnell ohne Hilfe raus. Eure Hoheit, es ist was Schlimmes mit dem Drachen passiert. Mit dem Drachen? Was denn? Er hat sich eigens in Stein verwandelt. Wirklich? Ja, nun haben wir kein Druckmittel mehr. Nun war guter Rat teuer. Aber was sollte König Hauke jetzt machen? Das ist ja alles schön und gut.
Aber was hat das alles mit Dragonina Esmeraldina zu tun? Von ihr war überhaupt noch nicht die Rede. Richtig. Das war ja auch erstmal die Vorgeschichte. Ich werde dir morgen von ihr erzählen. Und dann wird's so richtig spannend.